Finde ich ja toll, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Mich ja sehr über Ihre Anfrage gefreut. Und es ist ja immer auch ein schönes Gefühl, wenn das, was man, womit man sich über Jahre beschäftigt, dass das auch entsprechend wahrgenommen wird in Fachkreisen, idealerweise auch. Dass Ja, das eine ich bin ganz gespannt. Wir können gleich loslegen. Ich zeichne das auf und dann wird das bei YouTube eingespeist. Ja, aus meiner Sicht gerne als Dialog beziehungsweise Interviewform, wie wir es angedacht haben, nicht als reiner Monolog. Ich habe versucht, ein bisschen als Vortrag es vorzubereiten, aber Sie haben es vielleicht angedeutet gesehen in meiner Dissertation, ist von der Masse her schwierig in der Zeit. Deswegen idealerweise als Dialogform, das wäre mir ganz recht, wenn wir das ein bisschen so in der Form aufarbeiten könnten. Also klar, fangen wir gleich an. Wie kommt man dazu zu so einem Thema? Im Hintergrund waren so ein bisschen drei Gründe. Ich wollte mich erstens mit dem Thema beschäftigen, das nicht unmittelbar in aller Munde ist. Als ich angefangen habe, damals ist länger her, 8, 9 Jahre dürfte das her sein, waren die Verwertungsrechte in aller Munde. Es ging um Verlinkungskonstellationen, es ging um Verwertungsrechte, um deren Harmonisierung, es ging um das urheberrechtlich geschützte Werk. Aber dieser ganze persönlichkeitsrechtliche Bereich oder die Tormoral, der zweite systematische Bereich im Urheberrecht war eigentlich relativ spärlich besetzt an dieser Stelle, obwohl da durchaus Potenziale da war, auch bereits damals zu der Zeit, als es um Verlinkungen ging, Bestwater kam da auf, die durchaus eine urpersönlichkeitsrechtliche Relevanz besitzen, womit sich aber kaum jemand so richtig dezidiert befasst hatte. Das war so der erste Hintergrund, den so ein bisschen zu beleuchten, auch was europäisch da eventuell gehen könnte. Zweiter Hintergrund war, ich wollte immer einen forscher Ansatz, idealerweise auch grundlagenorientiert, was machen an der Stelle. Und das Dritte ist, ich wollte gerne rechtsvergleichend arbeiten. Und wenn man rechtsvergleichend arbeiten will, ist das Urpersönlichkeitsrecht eigentlich super gut zugeschnitten, weil es im kontinentaleuropäischen Urheberrecht Frankreich unglaublich viele interessante Dinge zu entdecken gibt, wie ich auch festgestellt habe in der Folge. Italien gibt es relativ viel. Man kann sich dann auch noch, wenn man möchte, den Blick in den Commonwealth richten. England, USA. Das waren so ein bisschen die Haupthintergründe, die damals zu der Themenfindung geführt haben an der Stelle. Welche Palette haben Sie alles abgedeckt? Haben Sie wirklich das ganze Breite empirisch von Urheberpersönlichkeitsrechten abgedeckt oder haben Sie konzentriert auf ausgewählte Themen? Ich habe versucht, mich grundsätzlich das Thema breit abzudecken, habe aber mich dann in bestimmten Bereichen, die auch bereits aufbereitet wurden in Literatur, habe ich mich dann kürzer gefasst, beziehungsweise habe sie drin, habe da aber keine Schwerpunkte gesetzt. Beispielsweise, was jetzt nicht dezidiert drin ist, ist der rechtsgeschäftliche Bereich. Im rechtsgeschäftlichen Bereich über die urpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse ist die Dissertation von Metzger vor 20, 25 Jahren, die eigentlich sehr gut ist, die auch eine deutsch- und französische Perspektive reinbringt, bereits drin, da neue zur Erkenntnis zu gewinnen an der Stelle. Aber hab ich nicht gesehen, an der Stelle da wirklich weiterzukommen. Plus, was bei mir jetzt weniger drin ist an Rechtsordnung, ist drin teilweise angedeutet, ist England ist spärlich angedeutet. Da war im Hintergrund so ein bisschen der Austritt aus der EU, was so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und USA ist angedeutet, auch so ein bisschen in Richtung Flickwerk an der Stelle. Ja, kann ich über UWG, Kennzeichenrecht, eventuell Urpersönlichkeitsrechte surrogieren? Finde ich einen ganz interessanten Ansatz oder nicht? Habe ich einen Exkurs drin, aber auch da keinen Schwerpunkt gesetzt an der Stelle. Alles klar. Also haben Sie sich konzentriert auf Frankreich, Deutschland. Frankreich, Deutschland und Italien habe ich auch versucht unterzubringen an der Stelle. Ja, ich Also meine. italienisches Urpersönlichkeitsrecht ist auch drin, ist natürlich dann der Zugang. Französisch ist Ja. mein schriftliches Verständnis, glaube ich, ganz gut. Im Italienischen ist es dann doch komplizierter an der Stelle. Ist die Literaturauswertung im Französischen, wenn man reinguckt, natürlich viel tiefer als im Italienischen, aber grundsätzliche Wertung habe ich da auch versucht, im italienischen Urpersönlichkeitsrecht mit einzubringen an der Stelle. Haben Sie auch skandinavische Länder einbezogen?
Skandinavische Länder nicht. Ich habe versucht, Schwerpunkt zu setzen auf wirklich Deutschland, Frankreich und Italien sind meine Schwerpunktländer. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen in dem einleitenden Teil auch zu begründen, warum ich mich auf die Länder beziehe. Frankreich ist so ein bisschen Hintergrund, ist das Mutterland, so ein bisschen Urpersönlichkeitsrechte, das Land, wo sich das Trois-Morales dann herausgebildet hat, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Frankreich und Italien ist ganz spannend, haben, glaube ich, viele gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ist so ein bisschen der Einfluss Italiens im Rahmen der Berner Konvention. Die Hintergründe. Damals Piola Caselli hieß der, der hat relativ maßgeblich dazu beigetragen, dass das UPR, das ist Artikel 6 bis Absatz 1 der Berner Übereinkunft, dass das Ganze da international urheberrechtlich entsprechend besetzt worden ist, diese Rechtsfigur. Und dementsprechend rechtfertigt das meines Erachtens da auch einen tieferen oder einen versuchten Blick auf Italien zu werfen an der Stelle. Was bedeutet aus Ihrer Sicht, Sie haben angekündigt, Sie machen einen funktionalen Ansatz von Rechtsvergleichung. Ich hasse eigentlich Rechtsvergleichung, wo ganz einfach Rechtsordnungen nebeneinander Ja. gelegt werden, ohne Sinn und Verstand, ohne Problembewusstsein. Wie verstehen Sie Rechtsvergleichung? Ja, es gibt ja diesen Standardrechtsvergleich, den Sie da gerade angedeutet haben. Das heißt, wir nehmen Rechtsordnung 1, 2, 3, stellen sie gegenüber, stellen Unterschiede auf, vergleichen Fälle. Funktional wertend ist für mich ein bisschen was anderes, ist so ein bisschen gemeinsame Wertungen der Rechtsordnung möglicherweise zu erkennen, gemeinsame Grundsätze aufzubereiten, die in diesen Rechtsordnungen deckungsgleich sind an der Stelle und die sozusagen aufzuzeigen an der Stelle. Verstehe ich. Ja, genau an der Stelle. Dass die Rechtsordnungen gar nicht so unterschiedlich sind, wie man dabei beispielsweise denkt, bei den Urpersönlichkeitsrechten. Es gibt Unterschiede an der Stelle, insbesondere wenn man jetzt mal Frankreich und Italien gegenüberstellt, beim Anspruch auf Wahrung der Werkintegrität. Das ist der Werkänderungsschutz an der Stelle. Ist da Frankreich in der Rechtsprechung ursprünglich relativ radikal? Da liest man Aspekte wie Respekt absolu an der Stelle, Verbot jedweder Werkänderung. Eigentlich Dinge, wo ich vermutet hätte ursprünglich, wenn überhaupt, ist das eine bearbeitungsrechtliche Relevanz, aber kein Aspekt des Trois-Morales an der Stelle. Italien eher, sag ich mal, Richtung reputationsbezogen, liest man da so ein bisschen im Wortlaut eher auf Ansehen aus. Aber wenn man da so ein bisschen tiefer liest, ist das schon so, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, wie man eigentlich vermutet an der Stelle, dass dieses Werk Reputation Ansehen, dass das zwar drin ist im Wortlaut, aber letztlich gar keine so riesigen praktischen Implikationen aufweist, wie man da vermutet an der Stelle. Sodass man dann insofern häufig auf gemeinsame wertungsmäßige Grundnenner kommen kann an der Stelle. Was einen auch verblüfft bei der Beschreibung, Sie sagen europäisch. Die Europäische Union hat ja im Primärrecht keine Kompetenzen für Urheberpersönlichkeitsrechte. Oder sehen Sie es anders? Wie sind Sie mit europäischem Primärrecht umgegangen? Ja, ist ja wirklich das Problem bei den Persönlichkeitsrechten, dass man da eine entsprechende Binnenmarktkompetenz braucht an der Stelle, um, sag ich mal, eine fortschreitende Harmonisierung annehmen zu können an der Stelle. Und das setzt dann wiederum Diskrepanzen zwischen Rechtsordnungen voraus, die sich dann binnenmarktorientiert ausüben an der Stelle. Und das ist ja immer dann die Rechtfertigung an der Stelle, dass man da sich mit dem Urpersönlichkeitsrecht nicht befassen möchte auf EU-Ebene. Ob das so stimmt, weiß ich nicht so richtig. Auch da gibt es meines Erachtens durchaus Ansätze an dieser Stelle. Da ist aber meines Erachtens vieles nicht so richtig ausgeschöpft an dieser Stelle. Was hatten Sie in dem Zusammenhang von den Ideen unserer Kollegen, ein europäisches Urheberrecht zu schaffen? Ist das ein Thema für Urheberpersönlichkeitsrechte? Als EU-Verordnung meinen Sie? Ja. Ja, ist ja kein ganz neues Thema an der Stelle. Ich meine, die Ansätze sind teilweise 10, 15 Jahre alt, wo das entsprechend aufkam. Ich meine, wenn man die Idee einer europäischen Urheberrechtsverordnung wirklich vorantreibt an der Stelle, intensiviert,
gehört das euer Persönlichkeitsrecht zwingend da rein an der Stelle. Letztlich ist es ja wirklich der zweite systematische Zweig im Urheberrecht, ist sogar in Deutschland systematisch den Verwertungsrechten vorgelagert. In Frankreich, ja, braucht man gar nicht drüber reden, da hat er das Trois Morales, sagt man da, den ersten, den höchsten Rang an der Stelle. Wenn man da jetzt krass das Persönlichkeitsrecht rausnimmt an der Stelle, und faktisch ist es ja europarechtlich außen vor. Infosoc-Richtlinie ist bald 25 Jahre alt an der Stelle. Persönlichkeitsrecht ist ausgenommen. Wenn man da das Trois Morales nicht mit reinnimmt an der Stelle, ist es letztlich faktisch irgendwann ausgegliedert aus dem Urheberrecht an der Stelle und ist dann nicht mehr Teil derselben an der Stelle. Und dann gerät man letztlich, wenn man das möchte, gut, aber dann gerät man letztlich dann in Verhältnisse, die so ein bisschen an Verhältnisse von Josef Kohler von vor 100 Jahren erinnern, wo Persönlichkeitsrecht nicht Teil des Urheberrechts, sondern dann ein krasser, radikaler Dualismus, also Frau Moral als urheberrechtsfremdes Recht sozusagen an der Stelle. Das wäre Glaube immer. nicht, dass man das möchte an der Stelle. Ist natürlich dann, ich als Liebhaber dieses Bereichs, nichts, was erstrebenswert ist für mich an der Stelle. Führt mich sofort zu meiner nächsten Frage. Haben Sie Arbeit eigentlich als Monist oder Dualist geschrieben? Also das ist eine gute Frage. Ja, wenn man da so ein bisschen liest in meiner Dissertation, dieser Unterschied Monismus, Dualismus ist ja erstmal so, dass diese Begrifflichkeiten einfach in den Raum gestellt werden. Die Einordnung der Begrifflichkeiten ist aber nicht so ganz klar an der Stelle. Monismus kann man auffassen in dem Sinne, wie es heute verstanden wird: Strukturprinzipien, einheitliches Urheberrecht, Urheberrecht insgesamt unveräußerlich, Ausfluss des einheitlichen Werkbegriffs an der Stelle. Man kann es aber auch so auffassen, und so ist es dann früher aufgefasst worden: Monismus ist gleich sozusagen, Urpersönlichkeitsrecht ist Teil des Urheberrechts. Auch das wurde als Monismus verstanden beziehungsweise aufgefasst an der Stelle. Ist so ein bisschen fraglich, wie man mit den Begrifflichkeiten umgeht. Insofern würde ich mich dann doch als Monist bezeichnen. Ich finde den Dualismus, auch in Frankreich, finde ich relativ formalistisch an der Stelle. Und er führt bisweilen, habe ich festgestellt, gerade bei der Auslegung, man ist relativ starr gebunden, man ist unflexibel, was Strukturprinzipien betrifft, was dieses Ewigkeitsmodell betrifft, was den absoluten Werkschutz betrifft. Da ist der Monismus doch konzeptionell offener und ist, glaube ich, bereit, da bestimmten modernen Gegebenheiten ambivalente Schutzgegenstände da besser zu begegnen, wie ich finde. Andererseits, unionsrechtlich neigt da doch das Richtlinienspektrum eher dem Dualismus zu. Wenn da eine eher wirtschaftliche Schutzrichtung oder wirtschaftliche Schutzrichtung drinsteckt und da wirklich Persönlichkeitsrechte ausdrücklich, wie in Erwägungsgrund 19, Infosoc-Rini ist es, glaube ich, um es beispielhaft zu nennen, ausgenommen werden an der Stelle. Sie argumentieren sehr stark historisch. Haben Sie, wie inwieweit sind Sie in die alten Quellen, Sie haben gerade Kohler zitiert, die alten Helden des Urheberrechts eingestiegen? Die alten Helden, Stichwort beispielsweise Kohler, bin ich eingestiegen in die Quellen, habe die auch entsprechend ausgewertet, habe die teilweise auch da mit französischen Primärquellen versucht gegenüberzustellen an der Stelle, wo teilweise auch ältere Quellen noch vorhanden sind, beispielsweise Murillo kann man da in den 1880er Jahren schon lesen, Kohler insofern sogar vorgelagert an der Stelle, wo das Trois Morales zum Ausdruck kommt und wo auch der Dualismus beispielsweise schon drinsteckt in diesen älteren Quellen. Also vieles, was eigentlich selbstverständlich, wenn man die Lehrbücher anguckt, Kohler zugeschrieben wird, liest man da bisweilen auch schon in älteren Quellen. Ich will jetzt nicht mich anmaßen, dass ich da jetzt, sag ich mal, alles neu erfinden will an der Stelle. Man kann aber bestimmte Dinge schon da klarstellen und konkretisieren. Die sind teilweise nicht so ganz klar, wie sie bisweilen da in den Standardlehrbüchern dargestellt werden und immer wieder weiter verbreitet werden an der Stelle. Wenn man da so ein bisschen tiefer guckt, ist das schon interessant an der Stelle. Immer die Gefahr natürlich, dass man sich da so ein bisschen auch verliert an der Stelle. Ja, dass man da so ein bisschen
den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr sieht an der Stelle. Das war auch so ein bisschen die Herausforderung bei mir. Einerseits natürlich gerne tief einsteigen, andererseits natürlich dann sich nicht zu sehr in den alten Quellen dann dogmatisch zu verlieren an der Stelle. Ich brauche mal ganz schnell einen Tipp von Ihnen. Wo kann man ganz toll französische Urheberrechtsliteratur älteren Datums finden und wo italienische und wo deutsche? Wo haben Sie recherchiert? In welchen Bibliotheken? Ich bin immer so ein bisschen, also das Lehrbuch von Lukas Schlötter, also Agnes Lukas, Henri Jacques Lukas Schlötter ist ja auch diese zwei Bände zu den Persönlichkeitsrechten. Das ist, wie ich finde, sehr gut als Ausgangspunkt. Und darüber hinaus muss ich sagen, dass ich da, also Dissertation vom Metzger hat immer bei mir gestanden, wo man ganz gut Rechtsprechungsliteratur finden konnte. Aber vieles musste ich mir wirklich dann auch mühselig, zeitaufwendig da per Fernleihe beschaffen an der Stelle. In Bonn war vieles nicht verfügbar, leider. Am Münchner MPI war ich zwei, dreimal da. Das ist dann ein bisschen besser besetzt, war aber für mich dann doch relativ weit. Über die Fernleihe konnte man da nicht zugreifen. Musste wirklich dann per Fernleihe beschafft werden, über Berlin teilweise, Nationalbibliothek. Und da bin ich den Damen und Herren aus der Fernleihe auch bis heute dankbar, dass die den Aufwand mitgemacht haben an der Stelle. Ansonsten wäre die Literaturauswertung in der Form in keiner Weise bewerkstelligbar gewesen, muss ich sagen. Hat Zeit gekostet an der Stelle, aber ohne die Hilfe da der Fernleihe in Bonn wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen gewesen an der Stelle. Alles klar. Jetzt kommt die ganz lange Antwort auf eine kurze Frage. Wenn Sie selber in fünf Thesen Ihre Arbeit zusammenfassen würden, was sind die fünf wichtigsten Ergebnisse, auf die Sie besonders stolz sind? Ich würde es erstmal, den im hinteren Teil der DIS, kann man es vielleicht auf drei Aspekte so ein bisschen zuschneiden. Im Hinblick auf die Rechtfertigung des Urpersönlichkeitsrechts habe ich mich ja dezidiert damit beschäftigt. Da habe ich versucht, insbesondere mit Blick auf User-Generated Content, ist jetzt keine These, ich versuche es zu erläutern, da die Schöpferpersönlichkeit so ein bisschen weiterzuentwickeln im Web 2.0 und was da noch folgt an der Stelle. Da bin ich ausgehend von ursprünglich Genie-Zeitalter, historisch, ein passiver Werknutzer mit einem individualistischen Schöpfer im Hintergrund ausgehend, das versucht, die Schöpferpersönlichkeit auf das digitale Zeitalter zu übertragen. Hab das versucht, auch kreativitätspsychologisch zu unterfüttern an der Stelle, das lassen wir mal weg. Und da bin ich auf so eine kommunikativ ausgerichtete neue Schöpferpersönlichkeit gekommen an der Stelle. Und habe diese Schöpferpersönlichkeit dann versucht, in den User-Generated Content so ein bisschen einzubetten. Und ich glaube, dass das die Abschnitte sind, die dann auch praktisch in meiner Dissertation möglicherweise am stärksten sind an der Stelle. Es sind jetzt keine fünf Thesen, aber das ist ein Bereich, worauf ich da persönlich dann doch stolz bin. Toller Komplex. Wie beurteilen Sie eigentlich KI im Zeitalter von Urheberpersönlichkeitsrechten? Kann eine KI ein Schöpfer sein auf dem Hintergrund Ihrer Überlegung? Im Hintergrund meiner Überlegung gerate ich da einerseits vor Probleme. Der Werkbegriff ist ja von schöpferischer Unmittelbarkeit geprägt an der Stelle. Bedeutet, wenn wir eine starke KI zwischengeschaltet haben, ist das natürlich mit der schöpferischen Unmittelbarkeit schwierig an der Stelle mit dem krassen personalistischen Rechtfertigungsbild. Andererseits an der Stelle muss man sich, glaube ich, in den nächsten 50 Jahren da durchaus anpassen an der Stelle. Wenn beispielsweise Beethoven heute arbeiten würde und nicht vor 200, 250 Jahren, hätte er einen Attila im Hintergrund, hätte Technik im Hintergrund. Ich glaube, er würde ganz anders schöpferisch arbeiten. Oder ich glaube, es wird so sein, dass er ganz anderes schöpferisch arbeiten würde als damals an der Stelle. Ich glaube nicht. Da bin ich, glaube ich, zwar relativ alleine, ich glaube aber nicht, dass wir solche Gestaltungen an der Stelle, auch wenn eine KI jetzt dazwischen geschaltet ist, mittelfristig, langfristig generell vom
Urheberrecht ausnehmen können an der Stelle. Ich glaube, dass der Werkbegriff da insgesamt zu starr ist und sich da auch anpassen muss. Wenn sich der Werkbegriff anpassen muss, dann ist das da ein Bereich, wo da auch wirklich die Persönlichkeitsrechte mit ins Spiel kommen werden an der Stelle. Ja, wie stark, wie ausgeprägt sie sind, da habe ich mir jetzt noch keine fundierten Gedanken drüber gemacht. Ich glaube aber, KI und Urheberrecht im Bereich Aktivlegitimation, Schutzgegenstand ist kein so krasser Widerspruch, wie man da mitunter liest. Man liest ja häufig, KI-generierte Erzeugnisse, relativ platt, sind vom Urheberrechtsschutz ausgenommen, weil die schöpferische Unmittelbarkeit nicht gegeben sei. Es gibt Entscheidungen aus den USA, aus anderen Ländern, wo das auch so aufgefasst worden ist. Ich glaube aber, dass man da mittelfristig das durchaus überdenken könnte an der Stelle. Ja, Weiß nicht, also wie Sie sehen, aber ich glaube, dass da ja, viel Potenzial drin steckt. ich meine Meinung zählt nicht. Ich mache mir gerade Gedanken, ob es wirklich ein KI-Persönlichkeitsrecht gibt. Kann man sich vorstellen, Persönlichkeitsrechte an der Maschine? Ist schwierig, ne? Um diese Frage. Ja, weiß nicht, man kennt den Film iRobot, glaube ich, von vor 20 Jahren, Ja. ne? Wenn die KI wirklich menschliche Züge entwickelt, schwer vorstellbar, möglicherweise schon an der Stelle, ist ja immer die Frage, wenn die starke KI was kreiert, wem weise ich dann das, was die starke KI kreiert, zu an der Stelle? Muss es dann die KI selbst sein oder kann es dann auch der Schöpfer der KI sein? Wenn es der Schöpfer der KI ist, ist es viel zu breit natürlich gefächert. Da würde sich dann Microsoft natürlich freuen an der Stelle, ne? Ist Ja. möglicherweise zu weit. Andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, derjenige, der die KI kreiert, die dann wiederum sich quasi schöpferisch betätigt an der Stelle, schafft auch so eine Art schöpferischen Vorfeldnährboden für kreative Schaffensprozesse an der Stelle. Das kann dann wiederum zu einem weiteren schöpferischen Flow führen, wieder User-Generated Content. Das ist ja wiederum gerade auch utilitaristisch möglicherweise erstrebenswert. Da sind viele Facetten drin, die man ausschöpfen könnte an der Stelle. Auch möglicherweise mit dem Urpersönlichkeitsrecht. Das ist kein Widerspruch auf zwingende Art und Weise. Das bringt mich aber zu einer kritischen Bemerkung. Ja. Ist Ihr Thema nicht ein Fossil? Ich habe mich gewundert, warum schreibt ein junger, begabter Mensch so viele in einer Dissertation über Urpersönlichkeitsrechte, obwohl der Trend doch hingeht zur großen Content-Industrie. Der Urheber verschwindet ja hinterm Urheberrecht. Es stehen viele nur Verwertungsrechte in der Rolle. Urheberpersönlichkeitsrechte tauchen nur als Randphänomen noch auf. Oder bin ich vo völlig falsch? Ja, ich glaube, dass im Persönlichkeitsrecht viele Potenziale drinstecken an der Stelle, die man nicht so richtig ausschöpft an der Stelle. Auch in Richtung beispielsweise User-Generated Content. Warum sollte User-Generated Content beispielsweise nicht urpersönlichkeitsrechtlich relevant sein an der Stelle? Stell ich einfach mal provokant in den Raum an der Stelle. Warum beschäftigt man sich nicht damit an der Stelle, obwohl sich die Relevanz durchaus aufdrängen könnte an der Stelle? Warum wird das von der EU-Kommission kaum aufgegriffen? Warum wird sowas wie EuGH Deckmann beispielsweise von vor 10 Jahren, man kann diese Entscheidung kritisieren, habe ich auch zu Genüge getan an der Stelle, aber warum werden solche Entscheidungen nicht aufgegriffen an der Stelle? Warum kommt so eine Entscheidung 2014 und es beschäftigen sich dann 5 Leute damit, anschließend verschwindet es aber komplett an der Stelle. Ja, warum beschäftige ich mich als junger Mensch damit? Auf mich hat das Ganze dann doch eine relativ große Anziehungswirkung gehabt und ich glaube, dass da viel mehr Potenzial drinsteckt in diesem ganzen Thema Urpersönlichkeitsrecht, als wirklich aufgegriffen und ausgewertet wird an der Stelle. Ich Haben denke, Sie eigentlich auch Gedanken gemacht über die veränderte Rolle von Verwertungsgesellschaften im Zeitalter von Urheberpersönlichkeitsrechten? habe ich keinen Schwerpunkt gesetzt an der Stelle. Sehe aber grundsätzlich Probleme. Es ist ein relativ personenbezogenes Recht. Das Tormoral ist natürlich damit Verwertungsgesellschaften, fand ich schwierig an der Stelle. Wäre möglicherweise auch nochmal ein eigenes Dissertationsthema an der Stelle, die diesen Bereich dann spezifisch aufbereiten könnte an der Stelle, glaube ich.
Ist es nicht fatal, dass Urheberrechtsrechte immer individuell eingeklagt werden müssen? Wäre es nicht viel besser, wenn GEMA und Co. bis zum gewissen Grad auch Urheberpersönlichkeitsrechte wahrnehmen können? Würde ich Ihnen nicht grundsätzlich widersprechen. Würde so ein bisschen der urheberzentrierten Schutzrichtung zwar widersprechen, führt aber eventuell dazu, dass eventuelle Verletzungen von Persönlichkeitsrechten nicht immer faktisch ungeahndet bleiben an der Stelle. Wenn sie mit wahrgenommen werden würden an der Stelle, würde es auch wieder so ein bisschen, sag ich mal, zu einer Resonanz führen. Und weil ja dieses Urheberpersönlichkeitsrecht häufig da auch da bei den Verwertungsgesellschaften außen vorliegt, wird man so ein bisschen den Eindruck, Ja. Urheberpersönlichkeitsrecht ist ja eine Art Exotenrecht an der Stelle. International ist die persönlichkeitsrechtliche Vorgabe, die ist, jetzt haben wir 224, die ist bald 100 Jahre alt an der Stelle. Europarechtlich gibt es so ein paar Dinge in den Kommissionspapieren, aber in den letzten Jahren, ja, der neuesten kenne ich jetzt nicht mehr, auch nicht mehr. Wenn das dann über die Verwertungsgesellschaften ginge, glaube ich, Thema Rechtedurchsetzung sowieso, aber auch, dass überhaupt das Schutzrecht so ein bisschen Ja. wieder in die entsprechenden Gesprächsthemen kommt. An der Stelle Ja. wäre es da durchaus opportun oder könnte es durchaus angebracht sein. Wie sehen Sie eigentlich den Aspekt, dass es nicht nur um Urheberpersönlichkeitsrechte geht, sondern um Persönlichkeitsrechte von ausübenden Künstlern und Leistungsschutzberechtigten? Ja, ausübende Künstler ist für mich, sind ja auch kreative Bereiche an der Stelle. Kreative Bereiche haben da durchaus ihre Berechtigung, dass man da auch, sage ich mal, in den Schutz hineinkommt an der Stelle. Was Ja. mich betrifft, also mein Anreiz ist ja auch wirklich, dass man da das Urheberpersönlichkeitsrecht beim Schopf fasst an der Stelle und da versucht, das sozusagen mit aufzugreifen an der Stelle. Kann natürlich dann auch über Bereichsspezifika kommen an der Stelle. Aber wirklich, auch wenn das Bestreben, EU-Verordnung, wirklich so ein Persönlichkeitsrecht, sollte da grundsätzlich mit aufgegriffen werden an der Stelle. Ich glaube, es Aber hat es mehr verdient, als man denkt. ist nicht das Persönlichkeitsrecht vom Filmhersteller nach 94 ein Systembruch in ihrer Theorie von Urheberpersönlichkeitsrechten? Das sind ja Leute, die nur Geld haben, keine Kreativität, kriegen aber trotzdem nach 94 ein Schutzrecht, ein Urheberpersönlichkeitsrecht, eine Art Urheberpersönlichkeitsrecht. Ja, aber ich glaube, 94 ist ja dann schon ein reduziertes Urheberpersönlichkeitsrecht. Einerseits ist es ein Systembruch, weil ja diesen Werkintegritätsanspruch eigentlich nur der Schöpfer bei dem Schöpfer zuteil ist. Das ist so. Ist Ja. ja auch letztlich ein Systembruch. Trifft da möglicherweise auch auf andere Leistungsschutzrechte zu an der Stelle. Ist aber ein reduziertes Urheberpersönlichkeitsrecht auf den Entstellungsbereich beschränkt an der Stelle. Ist ein Systembruch an der Stelle, wird man Nee. systematisch leider mit leben müssen. Ja, ist richtig. Ja. Könnte man nicht ein Problem von Urheberpersönlichkeitsrechten lösen durch Ausweitung des UWG? Wäre nicht der ganze Bereich von Entstellungsverboten und Namensänderungsrechten besser aufgehoben beim UWG? Finde ich schwierig. Es gibt da Ansätze, beispielsweise, so argumentieren oftmals, sage ich mal, die US-Amerikaner an der Stelle. Ja, Die genau. sagen auch, wir haben ja Lauterkeitsrecht, wir haben ja Irreführung. Irreführung führt ja auch dazu, dass so eine Art Werkauthentizität gewährleistet ist. Da hat sich aber dann schon gezeigt, auch wenn man da so ein bisschen in die Rechtsprechung guckt, dass diese Ansätze zwar, sage ich mal, faktisch durchaus auch das Urpersönlichkeitsrechtlich überschießen sozusagen mit erfassen können an der Stelle, dass es aber letztlich da kein Surrogat entsteht für die urpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse an sich, die dann auch vom Individualurheber entsprechend wahrgenommen werden. Ja, Wettbewerbsrecht spielt sich dann häufig, sag ich mal, in Mitbewerberbeziehungen ab an der Stelle. Verbraucherschutzverbände beispielsweise. Ich glaube da schon, dass das Urpersönlichkeitsrecht einen starken eigenen Mehrwert hat an der Stelle. Es ist eigenständig, dogmatisch fundiert
Und ich glaube nicht, dass man das dann über Kennzeichenrecht, Lauterkeitsrecht oder Tort Law, gibt es in den USA auch Ansätze, dass man das da entsprechend kompensieren kann an der Stelle. Da bräuchte man wirklich dann ganz, ganz feste, stringente Rechtsprechungslinien. Würde ich so nicht sehen, dass das funktioniert. Historisch sowieso nicht. Wir haben ja in Kontinentaleuropa ein starkes dogmatisches Fundament des Treumoral, wenngleich dann doch vergleichsweise nicht so viel Rechtsprechung, wie man vermutet, auch im Vergleich zu anderen Urheberrechtsbereichen. Also Antwort, nein, würde ich nicht als Surrogat sehen an der Stelle. Dann drehen wir den Spieß mal um. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt unser Justizminister. Was müsste man in Deutschland ändern, um Ihr Verständnis von Urheberpersönlichkeitsrechten besser in Gesetze zu integrieren? Weiß nicht, ob man da jetzt national, ich glaube, dass man da, sag ich mal, eher europäisch denken sollte an der Stelle und auch gucken, ob man da möglicherweise mehr guckt, ob Binnenmarktrelevanz besteht oder nicht, um dieses Schutzrecht da auf den europäischen Radar zu bringen an der Stelle. Ich glaube, das Problem national anzupacken, hatte man ja relativ lange Zeit jetzt dafür, dürfte in dem komplexen europäischen Urheberrechtsgebilde an der Stelle nicht genügen. Meine Hoffnung ist, dass das europäisch aufgegriffen wird. Bislang bin ich da leider auch nach der Dickmann-Entscheidung von 2014 ja relativ enttäuscht worden. Ist ja auch richtig an der Stelle, obwohl es gibt ja gewisse Einfallstore für die Urpersönlichkeitsrechte. Es gibt da beispielsweise, es gibt da Schrankenregelungen in der EU, die Quellenangaben vorsehen. Es gibt in dem Schrankenspektrum dieses Korrelat des 3-Stufentests mit dem berechtigten Interesse. Das sind so gewisse Einfallstore, die durchaus, sag ich mal, wo das Persönlichkeitsrecht normativ hineinstoßen könnte an der Stelle. Da hoffe ich, dass ich da was tun könnte, möglicherweise an der Stelle. Also keine Richtlinie, nur neue Richtlinie, Urheberrechtsrichtlinie, sondern eine spezielle Richtlinie für Urheberpersönlichkeitsrechte. Könnte sein, könnte beispielsweise auch InfoSoc anpassen und da Persönlichkeitsrechte sozusagen einfügen als neue Richtlinie sozusagen, als Änderungsrichtlinie. Neue Richtlinie über Persönlichkeitsrecht wäre möglicherweise schwierig, würde vielleicht dann doch die Persönlichkeitsrechte zu wichtig machen an der Stelle, wenn sie eine eigene Richtlinie bekommen würden. Ausreichend wäre da schon, wenn man die Persönlichkeitsrechte gleichrangig neben den Verwertungsrechten sozusagen anerkennt auf Richtlinienebene der EU an der Stelle. Man kann dann darüber streiten, wenn man es tun würde. Rückrufsrecht wegen Wandel der Überzeugung würde ich beispielsweise nicht mit aufnehmen, finde ich als Schutzrecht. Also ich finde, es würde es teleologisch reduzieren oder ganz aufheben an der Stelle. Ich finde das mit der Rechtfertigung schwierig. Wenn ich einmal ein Werk in Verkehr gebracht habe, finde ich es schwierig, da zurechnungswidersprüchlich das Werk wieder zurückzubekommen. Halte ich für ein Problem an der Stelle. Aber gerade Namensnennungsrecht und Werkintegritätsschutz gehören da doch zwingend rein. Erstveröffentlichungsrecht kann man sich so ein bisschen drüber streiten. Auch da sehe ich einen originär persönlichkeitsrechtlichen Input. Da kann man sicherlich aber auch möglicherweise viel über die Verwertungsrechte mit abdecken an der Stelle. Alles klar. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Wir haben es geschafft. Eine Frage, die hat mich schon beeindruckt, als ich die Doktorarbeit sah. Warum geht so ein begabter Mann zu einer Anwaltskanzlei, die gut ist? Ich sage nichts über die Anwaltskanzlei. Wirklich gut. Warum bleiben Sie nicht in der Forschung? Oder sind Sie im Transit zur Forschung? Ich wollte mich jetzt erstmal einige Jahre auf jeden Fall als Anwalt bewähren. Sehe das perspektivisch auch durchaus als lukrativ und erstrebenswert an. Wird man dann sehen, ob die Wissenschaft dann doch, ob man da der Wissenschaft nochmal, ob man sich dann nochmal zuwendet oder nicht an der Stelle, würde ich an der Stelle nicht ausschließen. Die Wissenschaft fehlt mir an der Stelle durchaus an der Stelle. Die Freiheiten fehlen da so ein bisschen, sind natürlich dann schön gewesen. Die hat man als Anwalt da nicht in der Form jetzt an der Stelle. Ist aber auch ein spannender Bereich, wo man dann so ein bisschen mehr praktisch sieht, abends, was man tagsüber gemacht hat als bei einer Dissertation, zumindest am Anfang.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Wissenschaft jetzt überhaupt kein Thema mehr sein muss, in den nächsten Jahren an der Stelle. Ich hoffe, wir bleiben da über Forschung verbunden. Letzte Frage. Diesen Blog, das Videoblog, gucken auch viele, viele Jurastudenten. Und deshalb muss ich mal fragen, welche drei Bücher würden Sie einem angehenden Urheberrechtler empfehlen? Was muss er lesen? Meinen Sie jetzt urheberrechtliche Ja, Literatur ja. oder allgemein schwebenbezogene Literatur, Urheberrechtsliteratur? Ja. Der Schack Urheberrecht halte ich für gut, möglicherweise ein bisschen konservativer, aber bildet sich ja in meinem Meinung auch so ein bisschen wieder an der Stelle. Ich finde die Schrecker Löwenheim Kommentierung zum Urheberrecht sehr gut. Die würde ich, sage ich mal, neben mir liegen haben, wenn ich beispielsweise Skripte oder etc. Aufbereite an der Stelle. Und eher ein allgemeines Buch in juristisch. Den Medicus Petersen, bürgerliches Recht. Hi, alles Oder klar. Dann, den fand ich, wenn man Einzelprobleme lesen will, sehr, sehr gut. Nicht in den ersten 2, 3 Semestern, aber möglicherweise. alles klar. Vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne Interview. Ich würde den Stream hochladen bei YouTube, aber erst freischalten, wenn Sie gesagt haben, dann können Sie freischalten. Ja. Wir kriegen natürlich die obligatorische georgische Flasche georgischen Rotweins. Da kommen Sie nicht drum herum. Dankeschön. Weiß ich zu schätzen. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank für das wirklich außerordentlich gute Gespräch. Ja, danke. Gerne bleiben wir in Kontakt. Ja, danke. Alles klar. Ciao. Wiederhören. Ja, ciao.